Heute haben wir ein paar leckere Heidelbeermuffins für euch. Die Zutaten findet ihr wie immer in der Infobox. Und jetzt viel Spaß beim Video! Vermischt als erstes die trockenen Zutaten in einer Schüssel schön gleichmäßig miteinander. Das gleiche macht ihr auch mit den flüssigen Zutaten. Einzig und allein das Eiklar lasst ihr hier noch außen vor. Verrührt sie schön geschmeidig, bis alles miteinander verbunden ist. Jetzt bereitet ihr eure Muffinform vor. Ich habe sie hier mit kleinen Muffinhütchen ausgelegt, ihr könnt sie aber auch gut einfetten. Gebt nun die trockenen Zutaten in eine ausreichend große Schüssel und fügt die feuchten Zutaten hinzu. Rührt das Ganze schon einmal schnell gut durch, dann schlagt ihr das Eiklar zu Eischnee und hebt diesen zügig unter. Sobald auch das Eiklar eingearbeitet ist, folgen noch die Heidelbeeren. Wir haben hier gefrorene verwendet, ihr könnt aber natürlich auch frische nutzen. Verteilt den Teig dann in euren Muffinförmchen. Ich musste noch zusätzliche Förmchen verwenden und habe insgesamt 18 Muffins rausbekommen. Gebt ein paar der Heidelbeeren noch als Deko obendrauf und backt das Ganze dann bei 160 Grad Umluft auf mittlerer Schiene für 25 bis 30 Minuten. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo da. Und jetzt erstmal guten Appetit!